There should be more Cuprite. Achso, ja, das ist, ja. Soll man selbst lesen. Wie gesagt, ich bin hier nicht, um die Story durchzuspielen. Also, schon, um die Story durchzuspielen, aber nicht, um sie durchzuerfahren. Das könnt ihr dann selbst machen. Was ist denn hier für ein Zettel? Umlagerung der Chemikalien im Weinkeller. Die Kisten hier sind ziemlich sinnlos. Die sind sinnvoll. Aber da ist auch nicht viel drin. Oh, wir haben so viel Lampenöl. Ich verwende mal ein bisschen. Nicht zu viel, man kann sich auch überheilen. Also noch haben wir kein Laudanum gefunden, aber das wird gleich so kommen. Und das Laudanum ist sehr, sehr wichtig. Ich finde ehrlich gesagt auch den Soundtrack total cool von dem Spiel. Muss ich ja zugeben, das Allerschlimmste ist, wenn dich so ein Monster verfolgt. Das ist mit Abstand das Schlimmste. Aber so weit sind wir ja noch nicht, ne? Kann man das anmachen da oben? Nee. Gehen wir mal in den Weinkeller. Verwende den Schlüssel, um die Tür an der Tür. Dann nehmen wir den Schlüssel und zack. So, schön. Jetzt geht uns besser. Und hier werden wir auf das erste Monster treffen. Auf Steve. Stevie Boy. Ja, ich kann das natürlich nicht so und ich werde es auch versuchen zu lassen, weil das ist ja nicht mein Markenzeichen. Zum Glück. Was heißt zum Glück? Ich finde es cool, dass er das macht, weil das nimmt den Monstern so irgendwie so die Gefahr. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. So, jetzt kommt irgendwas mit von wegen, ja, wenn Monster in der Nähe sind, dann gib denen. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Dude, ich will da durch. Ja, Wilhelm Worte, langweilig. Königswasser. Königswasser ist übrigens eine Säure, eine sehr schlimme Säure. Kann man nur Wilhelm heißen? Nein, Scherz, ein schöner Name. Es klingt also richtig so GTA. Piece of shit, yo dog, what up? Man hört über uns Leute laufen, finde ich echt cool. Die Szenerie, also die Soundeffekte sind echt cool. Toll, tote Schweine. Ich finde, dass die mit Effekten nicht gegeizt haben. So, das hier ist ein Rätselraum. Jetzt werden wir hier erschlagen. Von einem Fass. Wenn wir wieder aufwachen, merken wir, wir haben uns eingeschlossen. Alles schlimm. Da oben ist... Ach, das ist ja nicht oben. Das war vor uns. Das Knacken im Hintergrund ist übrigens das Klappern der Zähne von Daniel. Also von daher lasst euch davon nicht stören. Das kommt ab und zu. Ah, hier gibt's Öl. Öl für die Laterne. So, Dinge, die wir machen können, ist... Wir werden jetzt von Fliegen umdingst. Ich habe mir ja auch schon... Ich meine, ich habe mir ja den Editor dafür gezogen. Die Textur hier vom Boden habe ich gerade mal in Source eingebaut neulich erst. Also vorhin, vor ein paar Minuten noch. Und, ist cool. Also ein bisschen buggy, aber die Lichteffekte sind geil. Weil ich will nämlich einen Amnesia-Film drehen. In Source Filmmaker. Einen richtigen. Zusammen mit Jason, der Daniel modellieren wird. Das Lustige ist, Jason sieht fast genauso aus wie Daniel von der Gesichtsform her. Was natürlich extrem lustig ist dann. Wir wollen auch einen richtigen Film davon drehen. Alter! Glücklich! Wir müssen unsere Sanity richtig gut sein. Oh, nee, immer noch Kopf dröhnen, Hände zittern. Haben wir hier was? Nö, nur Fässer. Cuprite! Das sind alles nur Halluzinationen, da ist kein Viech. Ich beweise es euch, da ist kein Viech, da ist kein Viech, da ist kein... Ach nee, da ist ja ein Fässer im Weg. Tür ist ja zu, man muss ja hier zuerst rein. Oh mein Gott, kein Viech. Wie schlimm, wie schlimm. So, hier ist Laudanum. Das kann uns heilen und da ist er. Steve! Steve! Nicht weggehen! Dude!
Ja, jetzt haben wir hier geistiger Zustand, Punkt, 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 ist der schlechteste, der einem passieren kann. Wir kriegen richtig harte Halluzinationen. Hier unten dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Ich glaube, wir stellen uns einfach mal kurz hier ins Licht und warten. Solange bis wir von Punkt, Punkt, Punkt auf Kopfdröhnen, Hände zittern sind, weil, naja. Es ist echt lästig, so rumzulaufen, wenn sich alles so bewegt. Finde ich eigentlich cool, die Posteffekte. Ich könnte es auch rein theoretisch ausmachen für den Walkthrough, aber... Komm schon! Hallo? Dude, ich stehe unter einer Fackel. Was soll denn passieren? Ah, ich weiß, wie wir wieder besser werden. Wir gehen einfach hier hin. Sammeln das letzte ein. Jetzt müsste uns wieder... Ja, glasklar. Jetzt geht es uns wieder richtig gut. Hm. Da, ich hab doch... Ich hab nämlich geguckt, hier war irgendwo eine Zünderbüchse. So, jetzt können wir auch wieder rausgehen. Jetzt haben wir hier alles gesehen, was spannend war. Das war der Weinkeller. Ist eine lustige Map eigentlich. Hat sogar eine eigene Karte an der Seite hängen. Die habe ich jetzt gar nicht begutachtet. Da kann man sich die Räume nochmal anschauen. Es war auch wichtig, dass man da eben... also die Räume sind so ausgelegt, dass das gesuchte Objekt, also in diesem Fall immer die Flüssigkeiten, ganz am Ende liegen. Und ja, jetzt kommt hier der Geist, der... Ja, passiert. Dude, lass dich von den Teilen schlagen. Ja, was wir brauchen ist, wir brauchen eine Säure, die da unten das Zeug wegätzt, damit wir in die Raffinerie kommen, in der wir auch wieder nur eine Klappe öffnen müssen. Also totale Spielerei. Ich wäre da beinahe runtergesprungen, eben just for fun, aber dann tue ich mir ja weh, das will ich nicht. Die Fackeln hier werden sowieso gleich wieder ausgeblasen, wenn wir da unten ein bisschen anfangen rumzumischen. Hier unten drin ist übrigens ein Wassergeist. Da unten, der spielt da so vor sich hin. Ist ganz lustig, aber nicht sonderlich sinnvoll. So, das hier kommt da. Das hier kommt dahin. So. Dann kommt das hier. Ist ja egal, das macht er automatisch. Das hier kommt dahin. Das hier kommt dahin. Dann brauchen wir noch. Ups. Gas. Und dann hier oben noch eine Sauerstoffzufuhr. Chemieunterricht ist episch. Ich habe zwar Chemie abgewählt, aber es macht trotzdem immer wieder Spaß, mit Chemikalien rumzuspielen. So. So. Fertig. Rätsel gelöst. Uns geht's. Leichte Kopfschmerzen, also ganz gut. Leichte Kopfschmerzen ist so so dauerhaft. Oh, es ist eingestürzt. Naja, machen wir erstmal die Fackel hier wieder an. Und die hier, wir haben ja, wie viel haben wir? 12 noch. Müssen wir nicht rumgeizen. Zum Glück haben wir hier sowohl genug Fässer als auch genug Kisten. Müsste eigentlich ausreichen, hier hoch zu jumpen. Ich habe es da beim ersten Mal nicht hinbekommen. Aber ich versuche nämlich immer zu crouch-jumpen. Das bin ich so gewohnt von Source. Dass man crouch-jumpt. Also ich crouch-jump nahezu immer. Und deswegen, ja. R. Mit R kann man die Objekte dann drehen. Rutsch nicht runter, Junge! So. Probieren wir es. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert hat. Ob das jetzt schon hoch genug ist. Ich würde es eher darüber legen. Klappst du? Ja, klappst du. Super. Ich bin eben nur mit meinem Fuß am Mikrofonständer hängen geblieben. Als ich ihn bewegen wollte. So, jetzt sind wir hier draußen. Wir haben unser ätzendes Zeug. Was echt schade ist, dass man nicht draußen das Zeug wegätzen kann. Und auch nicht das hier, sondern nur... Nur das da unten in der Ecke. Also nur das unten im Gang. So, das war der erste Hub. Wir haben praktisch schon die ersten 20% des Spiels auf jeden Fall schon mal durch. Es lag aber auch daran, dass hier kaum Monster sind. Das heißt, man muss sich nicht verstecken, keine Angst haben, gar nichts. Das hier ist noch der langweilige Teil. Jetzt kommen wir in die Raffinerie.
Als wären wir gleich mal am Anfang gewarnt von Alexander, also von dem, dem das Schloss hier gehört. Dude, bleib bei mir, im Dunkeln ist es gefährlich. Dann treffen wir das erste Monster, das in der Demo-Version einen nicht angreift. Für die Leute, die die Demo-Version spielen können, versuchen dahin zu rennen und das einzuholen. Es wird euch nicht angreifen. Man weiß nicht, ob es ein Bug ist oder keine Ahnung was. Ja. Schneller. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now, if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight. Da läuft ein Stevie Boy. Ja, feine Sache. Uns ist leichte Kopfschmerzen. Das heißt, wenn wir das Rätsel jetzt hier schnell lösen, sollte uns nichts stören. Alter! So. Hier durch. Oh Mann, Daniel. Alte Weichlappen. Ja, ursprünglich wollte man ja hier durch. Wenn man das wollte. Ich wollte es nicht. Ja, die Seile in Zoo sind auch schöner, ne? Die Fässer sind mit Abstand das buggigste, was es gibt. Also der beim Speedrun glitscht sich mit denen immer raus aus dem Spiel. Ich kann sie von hier nicht festhalten. Dann brauchen wir eine Ersatzkiste. Nehmen wir die hier. So. So, jetzt müsste uns, ja, gleich die Kopfschmerzen. Jetzt können wir das hier auch aufdrehen. Jetzt, ups, ist da hinten die Klappe auf. Bevor wir da runtergehen, weil da ist nämlich der Wassergeist. Hallo. Will ich kurz nochmal hier gucken, ob wir nicht was Schönes finden können, was uns gefällt. Ich rede von sowas wie Laudanum oder hier so einem Zettel. Immer alles angucken, ne? Das ist wichtig. Also, was, dass ich jetzt hier so durchrushe, ist, liegt daran, dass ich ja das Spiel durchspielen will. Was man am Anfang übrigens darauf hingewiesen wird. Ich nicht jetzt hier, aber der Spieler wird am Anfang darauf hingewiesen. Es geht nicht darum, das Spiel durchzuspielen, sondern das Spiel zu erleben. Das empfehle ich euch auch. Das macht echt Spaß. Ist ein sehr schönes Horrorspiel. Aber ich... es ist so eigen. Also, ich habe ihm bei Dings... Ist gar kein Viech. Ich habe bei Dings volle Punktzahl gegeben. Alter, habe ich mich gerade erschreckt mit dem... Der Sound war so laut. Ist halt schon bitter, wenn einem direkt vor der Nase die Tür zugeschlagen wird. Hallo, ich wollte die Tür aufmachen, du Honk. Hier ist auch nichts. Also, das Einzige war der am Anfang und... Den kann man scheißen, wa? Aua. Kellerarchive. Das ist mit Abstand der lustigste Teil im ganzen Spiel. Weil wir werden jetzt hier gleich vom Schatten überrumpelt. Und wachen im Wasser auf. Und dann kommt erstmal ein Wassergeist. Da kommt er, der Wassergeist. Ein Krnk. Oder wie die Viecher auch immer heißen. Willst du eine Bibel haben? Hier ist eine Bibel. Digga, hier, da hinten ist die Bibel. Er ist genau hier vor uns. Er wird uns noch ein bisschen erschrecken, erschrecken versuchen, aber... Er ist ein bisschen dumm, er ist blind. Wichtig ist... Ich nehme mir mal hier den da. Damit es mir hier wieder gut geht. Kopfgrund, Hände zittern. Pff. So, und los geht's. Zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, hier hoch. Hier lang, hier rüber, hier, 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 und... Wir haben es geschafft, hallo?
Das war praktisch das erste Rätsel. Das zweite Rätsel ist, den Guten hier zu füttern. Mit Leichenteilen. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir darüber wollen. Oh. Wenn wir ihn mit Leichenteilen füttern, dann ist er abgelenkt von uns und wir können ganz in Ruhe hier die Tür aufschrubseln. Erstmal, Alter! Weil es ein bisschen auf Zeit ist. Erstmal hier auf die Kiste stellen und dann können wir das hier in Ruhe aufmachen. La 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 la. Durch. Tür auf. Ja, der macht nichts. Der will nur spielen. Und dann holen wir uns hier hohle Nadel, mit der können wir die Tür hier aufmachen. Ups, das wollte ich nicht. Hohle Nadel, Tür auf. Archivtunnel, jetzt wird's richtig hart.